Zeit, mein Zeil. Hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Nach einer etwas längeren Pause geht es heute weiter mit einer Folge zum Thema, wenn Hunde Schmerzen haben. Weil der eine oder andere von euch hat wahrscheinlich schon einen Vierbeiler an seiner Seite und der andere überlegt vielleicht, ob er sich einen anschafft. Ganz unter dem Motto, Jagd ohne Hund ist Schund. Also auf die Ohren und bis gleich, deine Anja. Auf Jagd sind mit unserem Vierbeiner, dann kann ja immer viel passieren. Zum Beispiel beim Springen eine Verletzung, so wie uns Menschen das auch passiert, oder es kommt zum direkten Kontakt mit dem Wildschwein zum Beispiel, und die sind ja teilweise auch sehr angriffslustig. Ja, es kann wirklich viel passieren und es ist nicht schlimmer, als wenn der Hund dann eine Verletzung hat, oder er kann natürlich auch einfach krank werden. Wichtig ist, dass ich als Hundeführer weiß, wie äußert sich das, wie zeigt ein Hund einen Schmerz an, und das kann natürlich auch sehr verschieden sein. Wir können akute Schmerzen unterscheiden, wir können sie örtlich und zeitlich eventuell begrenzen. Und wir können natürlich auch erkennen, wenn unser Hund chronische Schmerzen hat. Wichtig zu wissen, jeder Hund empfindet das anders und er zeigt auch seinen Schmerz anders. Das Einzige, was er wirklich mit Sicherheit nicht tut, er kann Schmerzen nicht simulieren. Also er kann uns da nichts vorgaukeln, um vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder so. Wie das vielleicht manchmal bei dem Menschen passieren kann. Im Gegenteil, der Hund, der wird eigentlich trotz seiner Schmerzen eher versuchen zu folgen und seine Arbeit verrichten zu wollen, und deshalb ist es ganz wichtig, dass du als Hundeführer genau weißt, welche Anzeichen von Schmerzen musst du ernst nehmen. Fangen wir mal mit dem Klagelaut an. Im Grunde genommen kennt das jeder mal, du trittst dem Hund auf die Pfote und der Hund klagt. Das kann ein Schreck sein, das kann einen kurzzeitigen Schmerz anzeigen. Zum Beispiel kann das aber auch bei der Jagd passieren oder wenn er intensiv rumgetobt wird, dass der Hund aufjault. Das Klagen kann aber auch ein Indiz für eine schwerwiegende, zum Beispiel innere Verletzung sein. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn ein Hund klagt, dann untersuchst du ihn auf mögliche Symptome. Und dabei zeigt sich dann auch, ob der Hund winselt oder jault, während du ihn abtastest, ob er zuckt, ob er sich krümmt oder einen Buckel macht. Das alles können wichtige Indizien sein. Auch das Zittern ist was jeder schon mal gesehen hat. Tatsächlich kann der Hund zittern, weil er einfach mal in Anführungsstrichen friert, wenn er nass ist. Es gibt da immer verschiedenste und mehrere Möglichkeiten. Das heißt erstmal, du schaust, wann zittert der Hund, wie lange hält das denn an, zittert der gesamte Körper oder zittert vielleicht nur eine bestimmte Körperregion wie der Hinterlauf oder vielleicht nur eine Pfote einzeln. Hunde zittern zum Beispiel auch, wenn sie einen epileptischen Anfall haben oder wenn es zu einer Vergiftung gekommen ist. Wenn dein Hund zittert und dabei überhaupt nicht ansprechbar ist, dann ist das auf jeden Fall ein Notfall, und einen bewusstlosen, zitternden Hund, den musst du eigentlich sofort zum Tierarzt bringen. Auch ungewohnte Bewegungen sind ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, du achtest darauf, ob der Hund beim Laufen zum Beispiel Gliedmaßen schont, ob er beim Laufen vielleicht einknickt, ob er die Rute eingeklemmt trägt. All das sind Signale, die auf Schmerzen hindeuten. Wenn er sehr stark zittert, dann kann das sogar auch auf einen Schock hinweisen. Und bei schwachem Muskelzucken können die Muskeln möglicherweise überlastet sein.
Ja, neben diesen ersten Anzeichen kann natürlich auch ein verändertes Schöpf- oder Fressverhalten ein weiterer Hinweis sein. Ein akuter Schmerz, der warnt in der Regel vor einem Defekt, oder einer Überlastung. Folglich wird unser Hund diesen Schmerz versuchen zu vermeiden und sich zu schonen. Das Schonen kann dann wieder die Heilung fördern. Wenn der Schmerz aber anhält, dann ist es auch möglich, dass der Hund sein Schöpf- und Fressverhalten ändert. Das heißt also, wenn ein Hund, der normalerweise gut frisst, plötzlich kaum noch was frisst oder wenig schöpft, dann ist das ein Alarmsignal. Zum Beispiel kann es sein, dass sich bloß ein Fremdkörperempfang verklemmt hat, oder bei unserem Hund, der ist jetzt schon 12 Jahre alt, ist es tatsächlich so, dass dem zwei Zähne ausgefallen sind und er das Futter nicht mehr so gut fressen konnte. Das war ein Indiz, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt beim Futter was umstellen. Und dann hatte sie zwischendurch Rücken. Da hatte sie, also obwohl es ein Labrador ist, der eigentlich immer mega gerne frisst, halt auch überhaupt keinen Appetit. Und man hat dann schon gemerkt, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Dann gibt es auch noch die sogenannte Gebetsstellung. Das ist ein ganz untrügliches Zeichen für ernsthafte Probleme und Schmerzen bei unserem Hund. Und die Tierärzte nennen diese Stellung im Prinzip so, weil der Hund mit den Vorderläufen und dem vorderen Brustbereich ganz flach auf dem Boden aufliegt. Und die Hinterläufe dagegen sind durchgestreckt und die Kruppe steht hoch. Und diese Position, die ähnelt so ein bisschen dieser Aufforderung zum Spielen oder als würde der Hund sich strecken. Aber die Hunde nehmen diese Haltung ein, um den Bauchbereich zu entlasten. Zudem haben sie dann oft auch Erbrechen oder einen aufgeblähten Bauch, Unruhe, hecheln stark oder haben Schaumanfang oder sind eventuell apathisch. Das kann ein Anzeichen für einen Darmverschluss sein, eine Vergiftung oder eine Magendrehung. Also auch die Gebetsstellung zeigt absoluten Notfall an und die Hunde sollten umgehend zum Tierarzt gebracht werden. Dann chronische Schmerzen. Also ich sag mal, gerade wenn die Hunde älter werden, dann ist das wie beim Menschen, der halt Rücken hat oder eine kaputte Hüfte, dann haben auch unsere Hunde dauerhaft Schmerzen und ebenso, wenn ein akuter Schmerz ignoriert wird, kann sich daraus auch ein chronischer Schmerz entwickeln. Vor allem eben in den Gelenken, in der Wirbelsäule oder auch bei Rheuma oder Krebs schleicht es sich dann so nach und nach ein. Verspannung oder auch eine geringere Leistungsfähigkeit können Schmerzen verursachen und dazu führen, dass der Hund dann zum Beispiel nicht mehr ins Auto springen kann oder keine Treppen mehr steigt oder nicht mehr aufs Sofa geht. Er kann lethargisch wirken, es fehlt ihm ein Interesse am Spielen oder am Spazierengehen. Also auch wenn dir sowas auffällt, dann ist das ein Zeichen, dass eventuell chronische Schmerzen da sind. Es kann auch passieren, dass er nach dem Aufstehen erstmal ein bisschen schwankt und wackelig oder steif dasteht und humpelt, Krallen über den Boden schleift oder eben auch als Rüde sein Bein nur schwer heben kann. Speicheln ist auch ein interessanter Punkt. Also die älteren Hunde, die zittern zum Beispiel bei Herz- und Kreislaufproblemen oder wenn sie Diabetes haben. Aber wenn der Hund hauptsächlich vor Schmerz zittert, dann hechelt er auch oft dazu. Und mancher Hund, der zittert und schmatzt sogar dabei regelrecht. Und das Schmatzen ist dann das Ergebnis von einer erhöhten Speichelproduktion. Beim Abtasten oder Bewegen bedeutet Schmatzen auf akuten Schmerz in dieser Situation hin. Und wenn die Hunde hecheln, zittern und schmatzen bei einer ruhigen und lang ausgestreckten Position, dann zeigt das Bauchschmerzen an. Chronische Schmerzen können natürlich, wie auch bei uns Menschen, die Lebensqualität des Hundes stark beeinträchtigen und auch senken. Das verändert also auch sein Aussehen. Die Vertiefungen unter den Augen lassen oft das Gesicht angestrengt wirken und auch diese gesunkene Leistungsfähigkeit sozusagen, die verunsichert ja so ein Hund auch und damit verändert er auch sein Sozialverhalten. Das heißt, er geht vielleicht anderen Hunden aus dem Weg, obwohl er früher sehr sozial gewesen ist und
solche Veränderungen eben wahrzunehmen und auch darauf einzugehen, das ist die Aufgabe von dir als Hundeführer. Und du solltest dann eben auch wissen, was dein Hund dann braucht. Ja, erhitzte Oberflächen sind ein wichtiges Anzeichen für Entzündungen. Also zum Beispiel, wenn ein Gelenk erwärmt ist. Ein zusätzliches Warnsignal kann es auch sein, wenn dein Hund immer wieder bestimmte Körperstellen beleckt oder daran knabbert. Wenn der Hund oft allein ist, dann kann man eben auch oft als Hundeführer sehen, dass diese beleckten Stellen, dass sich das Fell dort verändert. Und beim Hund unserer Nachbarn zum Beispiel, da war das teilweise wie blank geleckt. Also da war dann gar nichts mehr da. Ja, also nochmal so ganz kurz, um diese Schmerzen beim Hund wahrzunehmen. Du kennst ja deinen Vierbeiner, vertrau deinem eigenen Eindruck. In der Regel kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, man merkt, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ne? Also man guckt dann schon einfach ein bisschen genauer hin. Manchmal ist am nächsten Tag alles wieder gut. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist und du eher unklare Anzeichen bei deinem Hund beobachtest, dann beobachte den einfach mal 24 Stunden und dann kannst du echt noch immer ganz entspannt entscheiden, muss der zum Tierarzt oder nicht. Wir hatten mit unserem Labrador vor, ich glaube, 3 Jahre ist das jetzt her, auch einmal einen akuten Notfall. Da wurde der von einer Kreuzotter gebissen, zumindest ist das die Vermutung. Also das war wirklich ein krasser Kampf, also die hat gezittert, die hatte Schaum vom Mund, die war teilweise lethargisch, also da war nicht sicher, wie übersteht der Hund das überhaupt. Wir haben alles super gut überstanden, also toi toi toi, also das hat alles geklappt, aber man möchte es auch nicht nochmal erleben und es reicht schon, wenn man jetzt sieht, wie gesagt, ich habe ja eben schon erwähnt, die ist jetzt 12 Jahre alt und hat jetzt öfter mal Rücken. Da kriegt sie dann über ein paar Tage Schmerzmittel und wenn es dann wieder geht, dann setzen wir das wieder ab. Ansonsten ist sie eigentlich ziemlich fit und man hat eher Sorge, wenn die dann wieder so anfängt, umherzutollen, dass es sich vielleicht überschätzt. Und ich würde mir wünschen, sie wäre manchmal ein bisschen vorsichtiger. Aber naja, sie wachsen einem ans Herz, unsere Vierbeiner. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser kleinen Folge zum Thema Schmerzen ein paar Anregungen geben oder Tipps, wie du bei deinem eigenen Vierbeiner darauf achten kannst oder eben auch, wenn dir der Vierbeiner eines Freundes oder einer Freundin vor den Füßen herumtollt. Jo, bis zum nächsten Mal. Noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horrido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.